Jetzt schauen wir. So. Wo sie eigentlich nicht erwünscht sind, an diesem Ort und in dieser Stadt. Die Verfassung, und ich habe in der Schule 15 Jahre lang in Sozialkunde versucht, das meinen Schülern beizubringen. Diese Verfassung baut aus der wehrhaften Demokratie auf. Dass das, was in Weimar passiert ist, nicht nochmal passiert, dass man nicht hinschaut, dass man inaktiv ist, dass man das nicht erkennt, fühlt und dass man nichts tut dagegen, mit demokratischen Mitteln. Und deswegen ist das heute hier ein Signal, ein Symbol für diese wehrhafte Verfassung und dafür, dass wir stolz sind auf dieses Grundgesetz und dass wir es auch leben wollen und mit Leben erfüllen wollen. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Oh, ich bin nicht in der Stadt. Ja, dann bin ich nicht da. Sein. Wir wollen Kultur aus vielen Bereichen in unserer Stadt haben. Wir wollen keine Eingrenzung, keine Einschränkung. Wir wollen Demokratie und Toleranz. Ja.
natürlich hier auch die wackelnden Gäste in die Stadt kommen, die sich als Gäste bezeichnen. Wir haben sie nicht eingeladen, sie sind von selber gekommen, um hier gegen was sie demonstrieren, ich weiß es nicht. Sie sagen, sie wollen keine Ausländer, sie wollen keine Multikulti-Gesellschaft, sie wollen unter sich bleiben. Sie sind intolerant, sie sind aggressiv, sie sind rassistisch, auch in ihren Aussagen. Und das ist nicht auf dem Boden unserer Verfassung und des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der Artikel 1, der sich durch das gesamte Grundgesetz durchzieht. Und von daher sind sie aus meiner Sicht ungebetene Gäste, die hier Ärger erzeugen, die hier eine Gegendemonstration provozieren. Zu Recht aus meiner Sicht, denn das sind jetzt die echten Bürger der Stadt, die hier aufstehen und Farbe bekennen. Und von daher mache ich hier schon einen deutlichen Unterschied, wenn wir als heute an diesem Samstag als Gäste in der Stadt haben wollen und auch begrüßen. Ganz bisschen tiefer, eine andere Frage. Du sagst, du liebst unser oder du bist stolz auf unser Grundgesetz, aber auf dich nicht ganz. Ja gut, das ist ja nun auch die Tragik eigentlich daran, dass diese Gruppe eigentlich mit der Verfassung nichts am Hut haben möchte, die eine andere Verfassung haben möchte, dass sie aber genau dieses Grundgesetz mit dem Paragraph der Versammlungsfreiheit benutzt, um hier überhaupt auftreten zu dürfen, von der Polizei geschützt zu werden, von den Verfassungsrichtern ein Versammlungsrecht garantiert zu bekommen, dass wir ihnen so nicht zugestehen würden. Also das ist eigentlich makaber und irgendwo paradox, dass sie dieses Grundgesetz, die Verfassung benutzen, um hier ihre rassistischen Parolen zu verbreiten. Also ein Gesetz, das sie eigentlich nicht haben wollen. Und von daher müssen wir mit dem leben. Also wir wollen keine so Demonstranten in der Stadt haben und wir haben keine rechtliche Möglichkeit, um das zu verhindern. Und von daher muss ich sagen, sie bekämpfen die Verfassung, sie bekämpfen diese Werte in der Verfassung, wie Würde des Menschen, tolerant, auch eine globale Gesellschaft, eine multikulturelle Gesellschaft, das ist unabdingbar, denn wir werden in Zukunft Fachkräfte aus der ganzen Welt brauchen. Wir werden in der Altenpflege, im Erziehungsbereich, bei den Facharbeitern, bei den Haushaltshilfen, wir sind eine internationale Gesellschaft, wir sind eine internationale Stadt und da haben Ausländer feindliche Parolen, haben hier keinen Boden zu verkaufen. Die verkaufen nicht in dem Landkreis nicht und deswegen bekämpfen wir das. Danke. 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 Dan